Meine Damen und Herren, liebe Catch-Fans, hier sind wir wieder bei Eurosport und New Catch, hier ist der Mark Rocco aus USA mit der Lizenz der USA, Leichtgewicht-CWA-Weltchampion, meine Damen und Herren. Und was sagt er? Ich komme von weit her, nur um dich zu schlagen, dich zu zerfetzen. Ich bin der Weltmeister und du wirst Rollerball Rocco erleben. Und hier sein Gegner, Danny Boy Collins aus Großbritannien, der Herausforderer mit 75 Kilo. Ein leichter Ringer, aber einer der Besten in seiner Klasse, meine Damen und Herren. Und Mark Rocco hat mir gesagt, er wird bestimmt am kommenden Samstag nach Hannover kommen und sich den großen Titelfight ansehen, wenn Finlay und Dynamite Jones antreten gegen die CWA-Europameister im Teamkampf, Franzl Schumann und Mile Cirno. Und meine Damen und Herren, hier kommt er, Mark Rocco. Er lebt in England mit der Lizenz der USA und gleich ist was los. So kommt er, nämlich mit einer jungen Dame und das liebt er. So will er sich zeigen und gleich auf seinen Gegner los. Und natürlich will er es dem Publikum zeigen, was er ist und wie er ist. Die junge Dame in seiner Ecke hat er mitgebracht und damit auch, damit will er natürlich das Publikum auf Touren bringen. Und er küsst sie wieder und sie freut sich, sie ist oft bei ihm. Und Mark Rocco sagt, wenn sie da ist, dann kann ich nicht verlieren. Und welch gute Aussicht. Mein Gott, ja, man kann ihn fast verstehen, den Mark Rocco. Und jetzt macht er sich fertig für den Kampf. Für einen seiner schwersten Kämpfe, denn Danny Boy Collins steht an der Schwelle und will rein, er will den Gürtel haben. Und wir werden sehen, meine Damen und Herren, liebe Catch-Fans, das ist ein Feuerwerk, was jetzt abgezogen wird. Wir kennen es von beiden, wir wissen, wie beide kämpfen und es wird ein harter Fight. So befreit sich jetzt fantastisch mit welcher Technik. Danny Boy Collins zeigt gleich zu Anfang, dass er sich nicht die Butter vom Brot nehmen lässt. So, und jetzt greift Mark Rocco an. Und gleich zeigt er, dass er brutal sein kann und brutal sein will. Mit dem Knee Drop auf die Kehle des Gegners. Und der Gegner wird hochgenommen zu einem Body Splash. Ja, das tut weh. Und selbst rauf noch mit einem Splash. Das nimmt die Luft gleich zu Anfang. Danny Boy Collins muss zusehen, dass er bei diesem Kampf mithalten kann. Und er kann es. Er befreit sich aus einem Doppel-Nelson. Und schon wieder liegt der Boden. Eins. Nein, nein. So schnell geht das nicht. Und eine Strangulation wird angesetzt. Mark Rocco. Und wir sehen es noch einmal in der Zeitlupe. Ein Hip-Toss über die Hüfte gezogen und ein Splash, der Gegner wird abgedeckt. Eins, zwei und da befreit sich Danny Boy Collins, denn er hat wirklich eine gute Kondition und auch für seine Gewichtsklasse enorme Kraft. Das ist ein Gefecht, meine Damen und Herren, wie wir es in Europa kennen, wie wir es immer wieder sehen und wie es die Fans sehen wollen. Schnelligkeit, Perfektion und Griff und Gegengriff und selbst wenn manchmal brutale Techniken angewandt werden, ein Ringer wie Danny Boy Collins kann sich immer wieder befreien. Und hier kontert er und ein Salto nach hinten und eine Projektion zum Seil. Hoi, ein Dropkick direkt ins Gesicht von Mark Rocco. Ja, mein lieber Rocco, da musst du dich warm anziehen. Ich weiß es, meine Damen und Herren, wir sehen es hier in der Zeitlupe, wie Danny Boy Collins den Gegner zum Seil wirft und den hohen Dropkick springt. Mark Rocco trainiert immer wieder spezielle Techniken, ich weiß es, und die setzt er dann an. Er trainiert sowieso jeden Tag seine 3-4 Stunden. Und hier sehen wir wieder, hier muss er einstecken. Ein Headlock von der Seite, ein sogenannter Schwitzkasten, der auch die Luft nimmt, das weiß jedes Kind. Und wenn das dann mit der nötigen Kraft angesetzt ist und Rocco will sich befreien, versucht den Arm nach hinten zu drücken, er schafft es und setzt einen Armhebel an nach hinten, das eigene Gewicht in das Schulterblatt des Gegners gelegt und nochmal zugeschlagen. Ja, das beeindruckt, das weiß man, das beeindruckt den Gegner und gleich wieder
den Armschlüssel nach hinten gedreht. Ja, und zugetreten. Das tut weh in der Im. Und nochmal, der Gegner wird zu Boden gebracht mit einem Armdreck. Gekontert und wieder ein Armdreck von Danny Boy Collins auf Rocco. Und wir sehen es noch einmal in der Zeitlupe. Das geht ja alles so schnell. Über die Hüfte gezogen, ein Armdreck, gekontert mit einer Kopfschere hier. Und Rocco befreit sich wieder. Das sind fantastische Techniken und wird schon wieder zu Boden gebracht. Ja, das muss man in Zeitlupe sehen, denn diese beiden Künstler im Ring, die zeigen, was man alles in Griff und Gegengriff tun kann. Oh, ein Backbreaker angesetzt von Rocco, das tut weh. Eine brutale, aber faire Technik. Und noch einmal gleich schnell hinterher, der zweite Backbreaker, das könnte das Ende sein. Das sind Sekunden meist vor dem Ende eines Kampfes. Und der Gegner wird als eine Projektion. Und Danny Boy Collins hat sich befreit und kommt zurück mit einer Clothesline, die er reinschlägt in den Gegner. Und noch ein Knee-Drop hinterher, muss aber selbst zu Boden gehen dabei. Und Rocco ist zur Seite gesprungen und wirft jetzt Danny Boy Collins in die Ecke. Kommt hinterher, einmal die Faust in den Magen des Gegners, selbst wenn es nicht erlaubt ist. Schnell wird so etwas mal gemacht. Und jetzt wird gewechselt. Danny Boy Collins wirft Rocco und muss aber den ausgestreckten Fuß nehmen. Den ausgestreckten Fuß und liegt am Boden, geht aber zur Seite und Mark Rocco springt ins Leere. Das tut weh. Und hier sehen wir, wie Danny Boy auf das oberste Seil geht. Eins, zwei, nein, es ist noch nicht das Ende. Fantastisch, dieser Flying Tackle. Und Mark Rocco wird jetzt eingespannt ins Seil. Befreit sich aber sofort selbst und kommt zurück. Will den Fuß ausstrecken, anbringen. Danny Boy Collins befreit sich. Und eine Technik, eine Nierenschere und eine 1, 2, ich wollte sagen 3 Niederlage. Aber nein, auch da kann sich Rocco wiederum befreien. Das ist jetzt Härte, die im Kampf ist. Absolute Härte. Meine Damen und Herren, liebe Catch-Fans, das ist ein Kampf. Da bin ich so begeistert wie Sie alle. Und diese Kämpfe sehen wir von solchen perfekten Kämpfern. Rocco muss zu Boden, wird angezählt jetzt. Jetzt scheint er doch beeindruckt zu sein, der Weltmeister. Und nein, er nimmt Danny Boy Collins raus. Und Danny Boy Collins bringt einen Dropkick an, unter dem unteren Seil hindurch, nach draußen auf Rocco. Und das nimmt Rocco natürlich noch einmal die Kondition. Er wird ermahnt vom Ringrichter und sogar verwarnt, denn das war nicht erlaubt. Und Rocco weiß das, er ruht sich etwas aus. Nein, jetzt nimmt er sogar Danny Boy Collins aus dem Ring. Er zieht ihn aus dem Ring und Danny Boy Collins kontert. Mark Rocco gegen die Barriere außerhalb des Ringes und mit dem Kopf noch dazu. Oh, das hat nicht nur wehgetan, sondern ich glaube, das hat Folgen. Danny Boy Collins hat Mark Rocco gegen die Barriere geschlagen außerhalb des Ringes. Er hat natürlich die Zustimmung des Publikums und tritt jetzt noch einmal zu. Er ist jetzt verärgert. Es kommt immer mehr Härte jetzt in diesen Kampf. Das ist nichts mehr, da ist keine Technik mehr, sondern nur noch Härte, Schläge, Tritte innerhalb und außerhalb und der Knee-Drop noch dazu. Ja, Mark Rocco scheint zu bluten, eine Kopfplatzwunde. Ja, und da geht natürlich Danny Boy Collins immer wieder auf diese Wunde. Das ist natürlich richtig in diesem Fall, denn er will ja gewinnen und Mark Rocco kommt jetzt zurück. Ein Kampf auf Biegen und Brechen. Danny Boy Collins muss jetzt einstecken. Und jetzt lädt er Danny Boy Collins auf und will ihn zur Mühle wahrscheinlich. Nein, Danny Boy Collins kommt runter nochmal. Und aus dem Seil raus ein Tackle auf Mark Rocco. Und hier wird er aus dem Seil befördert, aus dem Ring. Nein, er dreht sich selbst in das Seil ein.
Mein Gott, das ist schmerzhaft. Das war seine eigene Schuld. Danny Boy Collins im Seil drin, mit dem Hals sich selbst eingedreht in diese festgespannten Seile. Der Ringrichter zählt. 8, 9. Aus! Aus! Danny Boy Collins ist ausgezählt worden. Oh mein Gott, nach dieser Aktion, an der er selbst Schuld hatte, ist er ausgezählt worden. Und damit natürlich, wir sehen es noch einmal, das ist ja so gefährlich. Das ist so gefährlich und man sieht es, das tut weh. Und damit ist natürlich Mark Rocco der Sieger dieses Kampfes. Und da kommt sie in den Ring. Da kommt sie in den Ring, seine Begleiterin, und wird abgeküsst. Das liebt er, der Mark Rocco. So kennt man ihn. Sieg, Titel und schöne Mädchen um sich rum. Ein Küsschen hier und ein Küsschen da. Ja, was hat er denn da alles auf Lager? Aha, auch das noch. Aber so kennen wir ihn. Und meine Damen und Herren, auch in der kommenden Woche sollten Sie es nicht versäumen, weitere Sensations- und Meisterschaftskämpfe bei New Catch und Eurosport aus den Hochburgen Europas. Schauen Sie rein, wir zeigen es Ihnen immer wieder. Und die zwei sind beide Sieger. Eurosport.